Junge Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder mit Facecam. Genau, weil heute gibt es mal wieder ein Tipps- und Tricks-Video. Denn ja, tatsächlich haben sich das einige in den Kommentaren gewünscht. Hier auf jeden Fall mal einen Kommentar eingeblendet. Bevor das Video startet, wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass ihr den Kanal kostenfrei abonnieren könnt. Falls ihr noch kein Abonnent seid, denn tatsächlich eine hohe Prozentzahl der Leute, die meine Videos guckt, sind noch gar kein Abonnent. Würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und ja, natürlich auch vielen Dank an die Leute, die die Glocke aktiviert haben, die bereits Abonnent sind. Auf jeden Fall hier auch nochmal einen Kommentar eingeblendet und ja, falls ihr auch eben gegrüßt werden wollt in dem Video, dann braucht ihr eigentlich nichts weiteres zu tun, als die Glocke eben zu aktivieren und eben in die Kommentare zu schreiben, dass ihr es getan habt. Vielen Dank natürlich noch an die Leute, die meinen Creator-Code Alvin-YouTube im Itemshop benutzen. Das freut mich tatsächlich extrem, dass momentan wieder die Zahlen ein bisschen hochgehen. Jetzt zu Ende wollte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass dieses Tipps- und Tricks-Video vermutlich jetzt etwas kürzer wird, denn ich werde nämlich meine Tipps- und Tricks-Videos jetzt folgendermaßen aufbauen, dass ich die auf mehrere Videos aufteile, weil ich denke mal 10 Minuten für ein Tipps- und Tricks-Video, das schaut man sich nicht so gern an und ich finde, man merkt sich die auch nicht so gut. Das heißt, wenn man Schritt für Schritt ein paar Tipps erklärt und dann am nächsten Tag oder 2 Tage später dann nochmal neue 5 Tipps oder sowas eben mitbekommt, dann finde ich, ist es ein ordentlicher Zeitabstand, um die ganzen zu verarbeiten, um die Ingame zu trainieren und sowas. Und genau, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt erstmal mit den paar Tipps, die ich hier vorbereitet habe. Let's go! Das Pre-Intro ist mal wieder viel zu lang. Viel Spaß bei den Tipps. So, und zwar bei dem ersten Tipp geht es darum, dass wenn ihr bei Orten landet, wie zum Beispiel Sweaty Sands, und ihr noch ziemlich weit oben seid oder ihr eben als Erster runterkommen wollt, dann habt ihr ja so gesehen auf diesen Dachterrassen so Sonnenschirme. Dann könnt ihr eben draufspringen und dann bekommt ihr eben diesen Boost nach unten, der euch eben nicht zu irgendwelchem Fall Damage verleitet oder sowas. Sondern ihr könnt dann einfach runterspringen eben und dann als Allererster oder zumindest nicht zu spät im Gegensatz zu den anderen eben den ganzen Loot holen und vielleicht schon ein paar Early Kills eben abholen. Das ist vor allem ziemlich, ziemlich gut, wenn ihr sowas wie Arena momentan spielt und, keine Ahnung, Sweaty Sands eben als euren Main-Drop habt oder ihr viele Kills am Anfang eben machen wollt, also ist das natürlich eine optimale Methode, um als Erster eben an die Waffen zu kommen. Bei Sweaty Sands ist diese Methode natürlich ziemlich OP. Ihr könnt die natürlich auch anwenden, nicht nur auf diesem Gebäude, weil nicht nur dieses Gebäude hat eben diese Sonnenschirme, sondern auch weitere auf diesen ganzen Dachterrassen von Sweaty Sands. Jedoch ist es natürlich am cleversten, die zu benutzen oder dieses Gebäude zu benutzen, wo die Sonnenschirme drauf sind. Jetzt habe ich noch 2 Angeltipps praktisch für euch. Und zwar, wenn ihr nämlich im Angeln seid, solltet ihr nicht einfach auf der Stelle stehen bleiben, weil ihr natürlich somit leicht abgeaimt werden könntet. Das heißt, sneakt ein bisschen, lauft nach vorne, zurück auf die Seite, um einfach keine unnötigen Hits mitzubekommen. Und so seid ihr dann eigentlich auch schon ziemlich sicher. Jetzt noch kurz ein anderer Angeltipp. Und zwar, wenn ihr vorhabt, etwas länger zu angeln als sonst und ihr euch natürlich absichern wollt, dass ihr keinen Snipe-Hit oder sowas bekommt, könnt ihr euch einfach ein 1v1, wie gesagt, bauen, wie ihr gerade gesehen habt, eine Tür editieren, sie aufmachen und dadurch eben euer Zeug rausangeln. Das ist auf jeden Fall ziemlich sicher und somit bekommt ihr auch sicher keine Hits ab. Nun, ganz am Ende bin ich in den Kreativmodus reingegangen und wollte ich euch nämlich eine neue Boosting-Methode eben vorstellen, weil das wurde ja eben gefixt praktisch, dass man sich jetzt nur mit einer Ramp eben vorboosten kann, weil man bekommt eben nicht mehr so diesen nötigen Schwung, den man eigentlich haben wollte. Das heißt, jetzt gibt es eben eine neue Methode und zwar baut ihr euch einen Layer eben hoch, baut einen Boden, eine Treppe, lasst euch runterfallen und dann setzt ihr wieder eine Treppe und somit könnt ihr eigentlich ziemlich, ziemlich einfach boosten. Das Ganze hat einfach den Effekt, wie ihr sehen könnt, dass man einfach den Schwung wieder mitnehmen kann, somit einfach schneller voranlaufen kann. Das einzig Schwierige dabei ist halt einfach, dass ihr eine ziemlich freie, also was heißt freie Fläche, sondern eine ziemlich flache Fläche eben haben müsst, damit das Ganze auch gut erfolgen kann. Und genau, das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich gute Methode, um eben schnell aus der Zone wieder rauszukommen, was man halt eben damals auch benutzt hat, aber eben gefixt wurde. Deshalb kann man das damit mit dieser Methode etwas kompensieren. Mir persönlich machen Tipps und Tricks-Videos extrem Spaß, also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch eins davon haben wollt. Und genau, lasst ein Like da, ein kostenfreies Abo würde mich natürlich, wie gesagt, mega freuen, wie zu Anfang bereits erwähnt. Viele von euch haben noch nicht diesen Kanal abonniert. Das heißt, gerne auf den roten Button drücken und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.